Freunde, euer Lieblingshund Kiro ist wieder auf der YouTube-Seite. Ja, sie ist glücklicherweise nicht down und sie ist wieder da. Und Beule hat mir geschrieben, er will zu den Höllenkrieger dazu gehören. Aber das geht nicht einfach so ohne Aufnahmeprüfung, ja. Deswegen habe ich mir zwei Dinge auf jeden Fall überlegt. Die eine wird sein, dass er mich ausspionieren muss für einen kompletten Minecraft-Tag. Und das zweite wird sein, den Kopf meines Erzfeindes Amir zu holen, ja. Wenn er das geschafft hat, dann mache ich ihn zu einem Höllenkrieger. Und jetzt treffen wir uns am Alpha Tower einmal. Kiro? Hallo, Beule! Kiro. Du willst also ein Höllenkrieger werden, ein vollwertiger Höllenkrieger, ja? Vollwertiger, ja. Guck mal, ich hab schon Rüstung. Ist das nicht cool? Das ist doch schon mal ein guter Anfang, also oder? Der Brustplattenpanzer gefällt mir auf jeden Fall. Die Rüstung des Boden, sowas, das gefällt mir richtig gut. Das ist sehr, ja. Aber degradier mich nicht in meinem Rang, ja? Hast du verstanden? Okay, alles gut. Ich hab schon gesehen, du bist irgendwie... Wer ist er? Es ist ja nicht einfach so, dass du hier reinspazieren kannst, ja, nachdem du im Alpha-Clan ein bisschen Unfug getrieben hast und jetzt meinst, ja, ich frage jetzt einfach mal wegen Höllenkrieger. So leicht mache ich es dir nicht. Okay, und was soll ich machen? Was ist eine krasse Aufnahmeprüfung? Ich habe zwei Aufnahmeprüfungen für dich vorbereitet, Beule. Zwei Stück, richtig. Was soll ich machen? Und zwar, ein Höllenkrieger braucht natürlich Geschick wie auch Verstand und Schleichen als Skill. Deswegen, ja, deine erste Aufgabe ist es, für einen gesamten Tag mich auszuspionieren. Und ich habe drei Sätze vorbereitet, die ich dann einfach random an irgendeinem Zeitpunkt sagen werde. Und am Ende möchte ich, dass du mindestens zwei dieser Sätze wiedergeben kannst. Warte. Ein ganzer Tag. Ich soll dich ein Minecraft-Tag, Digga. Ach so. Wir haben jetzt nämlich gerade die Morgensonne. Es ist jetzt nicht mehr so lange Tag, wird das nicht mehr sein. Also ich denke mal doch so 10 Minuten. Und deswegen, und du darfst nicht auffallen. Das heißt, wenn ich dich einmal sehe, ist das ein Punktabzug für dich, ja? Deine zweite Aufgabe werde ich dir dann nach der ersten nennen. Wenn du bereit bist, bist du bereit. Ich gehe jetzt auf jeden Fall. Tschüss. Okay, tschüss. So, Leute, es ist jetzt angebracht. Beule muss mich verfolgen. Ich werde jetzt auch nicht mit Absicht irgendwie darauf sehr krass achten, dass er irgendwie herausfindet, wo ich bin oder so. Den ersten Satz, den ich vorbereitet habe, den er hören muss von mir, ist: Das ist mein Unheilsei. Der zweite Satz wird sein: Ich bin das hübscheste Huhn auf der Insel. Wenn er das gehört hat und diese zwei Sätze wiedergeben kann, ist er auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Höllenkrieger-Spion. Das ist dann richtig, richtig gut. Und der dritte Satz wird sein: Alpha-Steinchen stinkt nach Steine. So, mal schauen, ob ich mir das selber alles merken kann. Wir werden sehen. Aber ich würde sagen, und jetzt pass auf, das ist nämlich der erste Satz: Ich gehe zu meinem Unheilsei. Ich bin wirklich gespannt. Ich drehe mich auch wirklich nicht so um. Warte mal, da ist sogar jemand. Ey, Tobi. Ey, Kiro. Was machst du schon wieder auf meinem Ei? Das ist nicht dein Ei. Ja, wem gehört es denn dann? Sag mal, komm. Was hast du da in der Hand? Warum ist hier überhaupt jetzt ein Herzschlacker dabei? Das weiß ich nicht. Frag Stace. Warum Stace? Stace hat irgendwie Stace hat irgendwas mit TNT gemacht und jetzt ist hier ein Herzschlag. Bro, ich hab keinen Bock mehr auf dein Rumgeplärre hier, Mann! Oh! Digga, der hat einfach noch so einen Knockback-Stick! Und jetzt ist Stace da oben, Digga. Da gehen schon wieder ganz komische Sachen vor sich, ne? Beule? Ich hab dich gerade beim Fliegen gesehen, falls du mich hörst. Ich weiß nicht, Leute, entscheide mal in den Kommentaren, ob ich das jetzt abwerten soll, weil ich habe ihn ja gerade gesehen. Da ist er. Also, Tobi hat mich gehauen, deswegen hat es nicht funktioniert. So war das. Egal, okay, wir trennen uns jetzt hier wieder. Also bis jetzt ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, sage ich euch ehrlich. Aber ich lasse mich weiterhin verfolgen. Der Tag ist ja noch nicht rum. Guck mal, ich gehe mal jetzt hier zu Tridans Festung. Einmal hier so. Pam, ich finde, die sollte eigentlich wieder gesprengt werden. Wir waren ja schon mal hier drauf und haben die einfach gesprengt, Digga. Da war so Chaosflut, so alles da. Aber ey, der hat hier, sage ich euch ehrlich, schon einen guten Überblick auf jeden Fall hier auf alles. Er hat hier so Mädchenstadt und alles drum und dran. Aber eigentlich, die Mädchenstadt ist zwar schön und gut, aber eigentlich bin ich ja, Achtung, zweiter Satz, das schönste Chicken auf der Insel. Boah, ich glaube, Beule hat das jetzt nicht mitbekommen, weil ich habe hier nichts gehört, dass der hier mitgekommen ist oder so.
Vielleicht hat er mich auch wieder verloren. Ich war schon relativ flott unterwegs. Aber mal schauen, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich bin da auch gespannt, ob er die zweite Aufgabe hinbekommt. Er fliegt da unten schon wieder. Bro, der Server ist heute auch ehrlich voll. Also man tritt auf jeden Fall auf einige Leute. Ich glaube, ich gehe jetzt woanders noch hin. Ich gehe am besten jetzt da zu Mugis Haus. Mal schauen, ob mich Beule dann sieht. Das war nochmal der dritte Satz, Digga. Oha, woher kommt dieser Pufferfisch? Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Aha. Giro, was machst du hier? Supi, was machst du mit Muni hier, ist besser die Frage. Sprich. Ich versuche, Essen zu klauen. Ich versuche, Essen zu klauen, ja. Wieso ja, versuchst du, ihr Essen zu klauen, Digga? Ich brauche Essen, ich hab nichts mehr. Bro, dann frag doch statt zu klauen. Bro, sie ist die Königin der Höllenkrieger, Digga. Natürlich hat sie immer was für dich übrig. Du bist ein Höllenkrieger. Stimmt. Ja, Bro, bist du dumm oder so? Daran habe ich gar nicht gedacht, Bro. Da kann ich mir ein bisschen nehmen. Wenn du alles immer wieder schön hinplatzierst, Digga, ist doch gar kein Stress. Geh mal in den Pool. Warum ist hier so eine Beule versteckt? Oh mein Gott. Supi! Du bist der Beste, Digga, ich schwöre. Yo, ey, Leute, ihr müsst jetzt wirklich entscheiden. Mein Beule wurde jetzt das zweite Mal sozusagen erwischt, aber es war nicht von mir. Ihr müsst wirklich Gnade in den Kommentaren für Beule haben oder so. Bro, das ist crazy, Digga. Wie hast du ihn da jetzt gesehen, Mann? Das ist crazy. Oh, ich war bei Karotten, auf einmal er steht da. Oh Mann, du hast echt alles versaut. Aber geh mal in den Pool. Geh mal in den Pool, Digga. Geh mal. Okay. Da geht's zu Pufferfisch, Junge. Ja, Mann. Oh. Hat der Namen? Oh, ey, was greift der mich an? Egal, ich geh jetzt noch mal zum Unheilsei. Vielleicht ist er ja noch mal Tobi, Digga. Wer fliegt da? Warte mal, wo fliegen die hin? Oh, das ist einfach Tobi und so. Was machen die da? Das ist einfach Stace mit Tobi oder so. Naja, ich hab die einfach verloren, Alter. Na, egal, Leute. Heute soll es auf jeden Fall nicht darum gehen, dass ich irgendwie mit Tobi oder so irgendwas mache. Ja, es soll ja mehr eigentlich darum gehen, dass wir heute Beule rekrutieren. Auch wenn das hier natürlich alles sketchy ist. Und Tobi ist ja doch hier. Und Stace hat die vorher verfolgt. Und die haben sich irgendwie angegriffen oder so. Wie sieht's mit der Sonne aus? Es ist jetzt noch sehr, sehr spät Nachmittag. Ich glaube, da, wo ich den dritten und letzten Satz sage, das sage ich kurz vor Abend, Alter. Das wird richtig crazy. Und das sage ich auf meiner eigenen Insel. Weil da kann sich Beule, glaube ich, kaum positionieren, um mich wirklich ausspionieren zu können. Warum mache ich jetzt noch mal einen Rundflug? Vielleicht finde ich noch mal Tobi oder so. Mal ganz schnell hier. Hey, Stace, was machst du? Was machst du hier? Bro, wie geht's? Hey, Kiro, wir haben lange nicht geredet. Ja, Alter, was machst du? Was machst du hier? Bro, warum pocht das Herz vorbei, Digga? Glaubst du mir, dass das alles meine Schuld ist? Ja, Bro, was hast du denn gemacht? Ich hab gestern schon vorher von Tobi gehört, dass er hat deinen Namen erwähnt. Gestern habe ich eine TNT-Cam gebaut, der hat die leider jetzt irgendwer kaputt gemacht. Und ich habe wirklich ungefähr 5 Stacks TNT auf das Ding hier abgefeuert und auf die ganze Insel. Also das TNT ist wirklich so weit geflogen wie Trinans Kuppel. Und Hallo? Was ist jetzt? Warum Dunkelheit? Hä? Bro, was ist das? Was soll das? Bro, ist das Bro, was machst du hier für Hokuspokus, Digga? Ich mache das nicht, Bro. Ich schwöre, ich mache ja, das aber, nicht. Ja, aber, hat jeder Dunkelheit? Warte, ich frag mal. Was war das, hä? Bro, was machst du für Faxen? Das ist das Ding da drinne. Tridan sagt ja, das heißt, das hatte jetzt jeder. Bro, zu wem gehörst du jetzt eigentlich mittlerweile? Zu niemandem, Bro. Ich orientiere mich noch. Aha. Bro, warum gehörst du noch zu den Höllenkriegern? Bro, weil das Beste ist, was gibt's. Bro, aber ich hatte am Anfang die Theorie, dass du dieses Ei gelegt hast. Ja, habe ich auch. Das hat mit mir zu tun. Safe, Digga. Bro, du hast niemals das fette Ei gelegt. Nein, guck, meine Theorie ist, ich hab's persönlich nicht gelegt, aber Tobis Code ist mit meiner DNA durcheinander gekommen. Hey! Und dann ist das Unheils... Was machst du, Junge? Beule! Beule, komm mal her! Du brauchst jetzt hier nicht ausrasten. Das ist wichtig. Ey, yo! Warum hast du aber dieses Attentat gerade auf mich und deinen Höllenkriegerfreund sogar gemacht? Was sollte der Attentat? Du sollst es mich nur ausspionieren. Ach so, ja, ich habe das dann vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Kiro. Was für falsch verstehen, Mann? Beule, gib mir sofort einen TNT. Okay, ich hab nur 3 TNT. Das hat mir Kimi gegeben. Das waren 3 zu viel, Digga. Ja, okay. Beule, ich sag dir ehrlich, ich stehe nicht auf solche Versüchchen. Kiro, geh mal weg. Du wirst jetzt deine Sachen bekommen. Du wirst das schon überleben, mach dir keinen Kopf. Aber das soll dir einfach nur zeigen, dass du mit TNT rumspielen sollst, oder? Was? Nein, das ist nicht fair. Beule, bleib still! Oh, das wird Kia nicht gefallen, sag ich ehrlich. Der Attentat jetzt einfach mal beiseite. Das gehört halt auch dazu, ein Höllenkrieger zu sein.
wenn man halt aus bremsigen Lagen rausgehen muss, wenn man ein bisschen verkackt hat, Digga. Aber das hat sowieso keinen Sinn gemacht. Beule ist sowieso nicht der Hellste im Kopf, deswegen kann ich verstehen, warum er gedacht hat, er muss ein Attentat verüben auf mich. Das macht aber keinen Sinn. Es braucht nicht mehr lang, da geht die Sonne unter. Wenn Beule ein richtig guter Spion ist für die Höllenkrieger, dann hat er das bestimmt mitbekommen, dass ich hier auf diese Insel gegangen bin. Aber wie gesagt, hier ist alles offen. Ich patrouilliere hier die ganze Zeit rum. Wie Beule es machen wird, ob er es schaffen wird. Vielleicht taucht er hier ab, schwimmt hierher oder so. Aber die Sonne geht jetzt gleich final unter und es ist gleich dunkel, Alter. Oh mein Gott. Und damit der letzte Satz. Alpha Steinchen ist ein Steinchen. Glaube ich mal, war der letzte Satz. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Egal, wenn es nicht der komplette Satz war, dann war das jetzt aber auf jeden Fall der komplette Satz. Und ja, das waren die drei Sätze, um mich auszuspionieren. Beim nächsten Tagesanbruch werde ich mich mit Beule noch mal beim Alpha Tower treffen. Und dann bekommt er nämlich seine zweite Aufnahmeprüfung. Seine zweite Aufgabe wird er dann erhalten. Wir haben jetzt Tagesanbruch. Ich bin gerade hier beim Alpha Tower. Und ich glaube, wenn Beule mich richtig ausspioniert hat, dann hat er das natürlich auch mitbekommen, dass er zum Alpha Tower kommen soll bei Tagesanbruch. Das heißt, ich warte jetzt hier auf dem großen Versammlungskonferenztisch. Da! Iru, hallo! Da bist du also, Beule. Ja, hier bin ich, hallo. Oh mein Gott. Okay, dann möchte ich mal gerne erfahren, ob du ein richtiger Spion bist. Oh, die Stimme macht mir Angst. Ja, ich bin ein richtiger Spion und ich habe alle dann Sätze von dir aufgegabelt. Okay, okay, dann leg mal los. Satz Nummer 1, war? Der war, ich flieg zu meinem Ei oder sowas. Irgendwie okay, so lass ich zählen, lass ich zählen. Da habe ich dich allerdings erwischt. Ich weiß noch nicht, wir gucken noch. Kommentare entscheiden auf jeden Fall Minuspunkt das oder war nicht. Einmal. Aber der zweite Satz. Kiru ist mein Lieblingshühnchen oder sowas. Oder Kiru ist das beste Hühnchen. Irgendwie sowas war das. Ja, ich bin, also der Satz war ganz genau, ich bin das hübscheste Chicken auf der Insel, so auf den. Aber ich würde das. Ich würde das zählen lassen. Und auch, dass Snoopy dich entdeckt hat und nicht ich, würde ich auch. Also ich würde den Punkt voll und ganz zählen lassen. Sogar Mooney hat mich entdeckt. Sogar Mooney hat mich entdeckt und ich habe ihr mit dem Kopf geschüttelt und sie meinte, ich bin weggegangen. Aber ja, okay, aber weißt du, das sind noch so kleine Defizite, da musst du wirklich drauf achten, dass du natürlich auch nicht von anderen erwischt wirst, sondern nicht nur von der Person, die du verfolgst natürlich. Kommen wir final zu dem dritten Satz. Alpha-Steinchen ist ein Alpha-Steinchen. Okay, weißt du, also du hast alle drei Sätze soweit mitbekommen. Ich weiß nicht, den einen muss, wie gesagt, Community entscheiden, Abzug oder nicht. Du hast zwei von drei Sätzen bekommen und das habe ich auch gesagt, das solltest du auch so mindestens hinbekommen. Das heißt, ist auf jeden Fall schon mal geschafft. Kommen wir also zu deiner zweiten Aufgabe. Warte mal, was? Ist die zweite Aufgabe schwieriger oder ist sie einfacher? Sie wird dein Leben verändern. Warte mal, übertreibst du gerade? Was heißt das? Was muss ich machen? Ja, hör mal zu. Weißt du, wer mein Erzfeind ist? So ziemlich die ganze YouTuber-Insel? Nein, weißt du, wer mein Erzfeind ist? Mein tiefster Erzfeind. Ja, komplett richtig. Der Chicken-Farm baut und sowas. Ja. Richtig, Amir ist mein Erzfeind. Auch mich jagt er die ganze Zeit, obwohl ich nie mal bisher bei euch drin bin. Aber jetzt werde ich zu euch kommen und dann werde ich es Amir zeigen. Okay. Richtig, das bedeutet, Beule, hörst du mir ganz genau zu. Ja. Ich will, dass du mir seinen Kopf bringst. Ich will Amirs Kopf! Ich soll gegen Amir kämpfen? Ich hab nicht mal gute Richtig. Rüstung. Ja, deswegen musst du dein Geschick unter Beweis stellen, wie ich am Anfang gesagt habe. Stärke, Geschick und Verstand. Es muss alles im Einklang sein, um ein vollwertiger Höllenkrieger zu werden. Okay, dann mache ich mich mal an die Arbeit, Kiro. Oh nein. Ey Leute, ich sag euch aber ehrlich, ich habe keinen Bock zu Amir hinzugehen. Ich will ihn nicht sehen oder sonstiges. Ich lasse das Beule jetzt machen und deswegen blende ich jetzt Beules Sicht ein auf die ganze Sache. Hat er es geschafft oder nicht? Wir werden es gleich in Kürze erfahren. Oh Mann, okay, ich bin bereit. Okay, Amir kommt schon angeflogen. Amir, hallo, wie geht's dir? Oh mein Gott. War gar nicht mitbekommen. Hey, bist das du? Es gibt eine neue Macht auf der YouTuber-Insel, die dafür da ist, um die Höllenkrieger auszulöschen. Ja, das ist ja mal wieder typisch Amir. Höllenkrieger ausgleichen. Ja, gut, also mich brauchst du doch nicht.
Wobei, wir können ja gleich mal anfangen. Weißt du was? Ich kann ja hier mal mein Schild reintun und dann können wir mal gucken, ob wir es schaffen, uns gegenseitig auszulöschen oder sowas. Aber ist das eine gute Idee? Oh mein Gott. Oh. Du willst? Gerne. Dann go! Oh mein Gott, ja! Okay, okay, komm, das bekomme ich jetzt! Das bekomme ich jetzt! Meine Rüstung ist unter Scheiße, ich bin unter Scheiße, aber egal. Für die Heulkrieger, ich muss den Heulkrieger beitreten können. Oh, bitte schön, lass mich nicht hier allein. Nein, das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht. Ah, Wasser, komm, ah, ich kann dir nicht platzieren. Oh mein Gott, nein, nicht gut. Nein, meine Enderperle funktioniert nicht. Amir, ja. Das können wir anders lernen. Amir, das... Okay, Freunde, ihr habt's gesehen. Beule hat's nicht geschafft, Amirs Kopf zu holen. Ich glaube, er ist... Ah, ja, Beule, was war das? Ja, also... Bro, ich hab auf dich vertraut, dass du den Kopf von Amir wenigstens noch irgendwie holen kannst. Mann, aber das war ja überhaupt nichts. Stark. Ich weiß nicht, ob ich ihm überhaupt irgendeinen Schaden gemacht hab. Der Typ hat mich weggehauen wie sonst nichts. Und dann, weißt du, was er noch getan hat? Der hat sogar die Elytra geklaut. Kyros Elytra. Der hat die Elytra geklaut. Warte, die hab ich dir geschenkt, Digga. Was fällt ihm eigentlich ein? Das wird er richtig büßen. Ich weiß nicht, was dem einen... Bro, deswegen sag ich dir, deswegen habe ich gesagt, ich will nicht mit, ich will Amir nicht sehen, Digga. Genau, weil der immer solche komischen Aktionen abzieht, immer uns irgendwie beklauen oder sonstiges, Alter. Aber Kiro, ne auch wichtige Sache. Was ist jetzt, was wird jetzt aus mir? Bin ich jetzt ein Höllenkrieger? Also ich sag mal so, weil du die Spionage, sag ich mal, relativ erfolgreich abgeschlossen hast. Amir, also du hattest wenigstens auch den Mut, Amir entgegenzutreten, obwohl du wusstest, dass er natürlich stärker ist als du. Ich würde dich als Höllenkrieger auf Probe nehmen. Was? Let's go! Ey, danke. Höllenkrieger auf Probe bedeutet, dass du einen Fehltritt machst, du bist raus. Wenn andere irgendwie entscheiden, dass du raus bist, bist du raus. Wenn du ein vollwertiger Höllenkrieger bist, musst du definitiv nochmal eine Aufnahmeprüfung machen. Oh Mann, okay. Das heißt, ein Kopf von irgendjemandem dann, aber das entscheiden wir dann. Ja, Timmy kann es vielleicht verlangen, wie auch immer. Und wenn wir Spionage von dir erwarten, dann wollen wir auch Spionage von dir erhalten, ja, dass wir Berichte erstatten können. Das bedeutet, Beule! Du bist nun ein Höllenkrieger! Let's go! Auf Probe. Ja, okay, Kiro. Auf Probe. Ja, auf Probe, aber das ist trotzdem gut. Ja, alles klar. Oh mein Gott, ich bin so jetzt... So ist gut, cool, Alter. Okay, Kiro, danke schön. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ey, was für eine krasse Folge auch überhaupt, dass wir Tobi getroffen haben, Stace und alles droht dran. Also es ist komplett eskaliert irgendwie auch, sagen wir mal so. Weil eigentlich war nur geplant, dass Beule mich spioniert und Amirs Kopf holt, was leider auch nicht geklappt hat. Aber Beule ist nun auf jeden Fall ein Höllenkrieger, einer von uns. Er hat sich für die richtige Seite entschieden. Ich hoffe, ihr seid auch auf der richtigen Seite. Falls ja, dann zeigt es mit einem Like, Abo und die Glocke auf jeden Fall aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten, tschüss!